Moinsen Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Böllern. Heute präsentiere ich euch den legendären Lethality Lucian und ich habe gleich noch eine weitere Anpassung und zwar schaut mal auf die Summoners. Ich habe mal Heal Ignite mitgenommen. Ich weiß, würde ich aktuell im Ranked für reported werden, aber früher sage ich euch, früher war Heal Ignite der Shit auf mobilen Champion. So Leute, dieser eine Minion. Oh nein, ich bin behindert und habe meine Auto-Attacks gecancelt. Ach, Mano. Oh, ich snipe ihn, ich snipe ihn, ich snipe ihn, ich snipe ihn. Oh, ich hab getroffen. Lee Sin, Bruder, mach nicht diese. Mann. Oh, yes, baby. So, wir gehen natürlich als erstes direkt erstmal schön aufs Duskblade. Ja, alles andere Mutti-Item-Builds, meine Freunde, ja. Was meine Rune angeht, habe ich auch einfach alles mitgenommen, was Damage angeht, ne. Könnt ihr auch unten links nachschauen. Ich wollte einfach nur wehtun. Bitch! Holy shit, das knallt aber echt gut rein. Entschuldigung. Kann ich den noch töten? Ich glaube nicht. Oder? Oh lol. Und snipe, 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 snipe. Warte, warte, warte. Ich bin am Trollen, ich bin am Trollen! Ah, warum troll ich denn? Ezreal, du willst jetzt also warum? Oh, das ist ein schöner Triple Kill für mich. Vielleicht auch nicht. Lass mal auf die Trap jetzt hier mal. Da finde ich doch bestimmt noch wen. Ja. Ja. Wie mache ich das jetzt? Das wird jetzt entweder ein massives Play oder ein harter Int. Ich ulte mal zuerst. Ah, shit. Und warum habe ich mich von dem Pantheon stunnen lassen? Bin ich komplett behindert oder was? Aber Pantheon ist einfach ein dummer Champion, weißt du? Er drückt W, du sagst, ah, hier ist mein Arsch, bitte, komm rein. Und dann willst du Autotech und er sagt, ha, nö. Und du, ja, okay, schade. Machen wir hier mal ein bisschen Action. Ne? 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 Alistair, geh rein. Schön. Grandios gespielt. Ei, das war nicht so gut. Das ist ein richtig schönes Gefühl, wenn du Rechtsklick drückst und da steht blockt. So, jetzt gehen wir schön in die Mitte. Denn der Ezreal, der wird hier den Tower nicht kriegen, mein Lieber. Ha? Weiß nicht, wie du dir das hier vorgestellt hast. Verpiss dich nach oben. Ja, genau da, wo du hingehörst. Ich bin schon wieder am Trollen. Ja, Mechanics sind noch ein bisschen ausbaufähig bei Lucian. Das gebe ich zu, Leute. Das gebe ich zu. Schön da oben. Double Kill. Meine Güte. So ein Rise in meinem Team. Bauen wir als nächstes. Ihr habt richtig gedacht. Lethality natürlich. Was auch sonst. Die Gegner sind auf Full AD. Da schmeiße ich nochmal kurz eine Ninja-Tabis dazwischen. Ich weiß, Leute, Ninja-Tabis macht keinen Damage, aber manchmal muss der Tryhard auch ein bisschen nach vorne kommen. Wisst ihr doch, ne? Geht's da rein, Alistair. Geht da rein, Alistair. Rein, Alistair. Hier, da, da. Ja, 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 ja. Hallo. Und hüpf. Och nö, warum hab ich denn schon wieder den scheiß Dragon gepolt, Mann? Ja. Und Rechtsklick. Schön. Dann machen wir doch direkt den Drachen mit, ne? Effizienz war das einfach nur, die da gesprochen hat. Oh, Ezreal. Oh, Ezreal. Map Awareness ist nicht. Map Awareness ist nicht im Haus, meinst du? Na gut, dann nimmst du halt deine scheiß Kackplan hier. Oh, die war aber nicht so optimal. Guck mal, gehen wir hier rüber. Ach du Scheiße! Ich lebe. Hab ich. Hab ich? Stirb. Die. Wie? Ach, ich hab gar nicht ignited. Oh Gott. So, ich würde sagen, es ist langsam mal Zeit, diesen dreckigen Turm hier einzureißen. Ja, genau dich meine ich hier. Zack. Ist ja auch das Schöne an dir, Feld. Guckt euch das mal an, Alter. 167 Autix. Was ist bei ihm denn schon wieder hier? Ja, 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 ja. Oh Mann, du schon wieder so knapp. Komm her, Ringer. Wir baiten jetzt einfach. Ja, 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 ja. Mhm, mhm, ja. Mhm, 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 mhm. Ja. Da. Oh, das war dann doch ein bisschen mehr Schaden, als ich erwartet habe. Aber trotzdem. Also, es ballert schon echt gut rein, muss ich sagen. Ich meine, der normale Lucian macht natürlich auch extrem guten Damage, wenn man ahead ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich würde meine Ultimate auch sinnvoll einsetzen. Die macht jetzt schon 2,5
8000 Schaden. Die tötet den Ezreal zweimal. Du willst jetzt hier also weiter pushen. Das ist also dein Plan, ja? Das ist also dein Plan, Ezreal. Was ist das denn? Ach Mann, das ist eher so mein Ezreal-Niveau, würde ich sagen. Rein und sterben. Das kann ich auch gut. Oh, die Bot-Lane, die schnappe ich mir doch direkt wieder. Ja, ich weiß, Red Buff wäre auch nett gewesen, aber der Bot... Oh, wird das lecker. Vielleicht lasse ich mich ja diesmal sogar nicht stunnen von diesem Pantheon so auf Ghostblade ist an. Ghostblade, Schmoseblade. Hallo. Ach du Scheiße, ist das viel Damage. Ich sehe dich. Ich sehe dich immer noch. Oh lol, ich sehe dich immer noch. Meins. So, Lee Sin, soll ich mal, willst du mal mein Damage sehen, ja? Soll ich mir mal mein Damage zeigen? Nee, dein Damage will ich nicht sehen, sorry. Ich weiß, dein Damage ist sehr groß und dick vor allem. Ich will es aber irgendwie trotzdem wissen, muss ich sagen. Ah, reicht nicht. Was? Was? Warum? Riot! 220 Chilling Smite Damage? Bitte was? Was halt ein bisschen schade ist, die Gegner haben jetzt halt nicht so ein Ultra-Squishy. Also ich hätte den Item-Build eigentlich gerne mal ausprobiert, wenn ich gegen, keine Ahnung, eine Lux oder so spiele, ist da, die halt so gar kein Leben und gar keine Resistenz hat. Die Gegner haben halt 4 Bruiser und einen AD Carry, der Armor bauen kann. Unlucky Game. 360 Schaden pro Auto-Attack. Holy fuck. Eieiei, oh nö. Block bitte, Bruder, bitte blocken. Nein! Nein! Scheiße. Also nee, Leute, Flash braucht ihr, safe. Ich meine, die hatten zwar gerade eh Cooldown, aber ohne Flash sind wir immer so, okay, da macht jetzt gerade Java eine Combo. Ja, schade. Oh nö. Bruder, ich bin tot. Nein, ich bin natürlich nicht tot. Haha, easy game. So, wie machen wir das jetzt hier? Wie machen wir das jetzt hier? Wir gehen einfach Base. Wobei, ich habe doch Lifesteal, Leute. Ich habe doch Lifesteal. Mal gucken, wie viel ich mich heile. Ja, 50. Oh, nein, So, mein Ultimate macht jetzt offiziell den schmackhaften Schaden von 4711. Dafür haben wir aber auch nur 57 Lethality. Ist ja nicht ganz so viel. Gegen das Gegnerteam hat leider wirklich nicht. Der Einzige, der keine Armor hat, ist Fiora. Weil sie dumm ist und kein Ninja-Tubbies baut. Also ich bin auch gegen Riot, also ja, schwierig, ja. Schwierig. Komm, jetzt lass diesem Not hier, diesem Elend... Oh, guten Tag. Ganz, ganz grandioser Flash, meine Güte. Das war... Puh, ach du Scheiße. Bruder! Nicht mit mir! Ja, das ist immer noch mein Jungler hier. So, können wir das jetzt mit dem denn schon enden? Was ist denn bei ihm los? Oh, die Ult brettert so hart. Also schön. Alter, mein Schaden ist schon echt. What? Geht's da noch weiter? Klar geht's da noch weiter. Q. Komm. Wer ist der Fünfte? Ezreal. Wie, was? Wie, die sind was? Welchen Kill habe ich jetzt nicht gekriegt? Was soll das denn? Kann doch nicht wahr sein. Ja, gut, okay. Das kann wohl eher wahr sein. Schön. Schöne Runde. Die Telti Lucian kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber das mit dem Flash, Leute, ne, das lassen wir bleiben. Der muss auf jeden Fall da sein, ne, ganz klar. Also, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lethality Lucian ist nett, ne? Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Am Freitag und Samstag ist Boost Camp wieder mit Spin. Da auf jeden Fall vorbeischauen auf der Twitch-Seite von Summoners Inn. Wird super geil. Vielleicht packe ich ja den Lethality Lucian da aus. Mal gucken, ne? Aber ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Ich gucke mir jetzt noch das letzte Game von Fnatic an. Hoffentlich werden sie erst in der Gruppe. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi.